Moin Leute, willkommen auf unserem YouTube-Kanal DVD Monster in Action. Ich bin der Dirk und ich habe euch wieder was zum Auspacken mitgebracht. Dieses Mal geht das wieder um eine Playmobil-Geschichte. Ich ja als kleiner Playmobil-Fan und Fanatiker, der schon seit Jahren Playmobil sammelt, hat da noch was im Schrank stehen, auf das er lange hingespart hat, bis er das zweite Mal das im Schrank stehen hat, weil bei mir muss so eine Sache ja immer einmal original und einmal zum Auspacken für mich und die Kinder. Oder für die Kinder oder für mich. Naja, wie auch immer. Jedenfalls muss so eine Sache immer zweimal bei mir im Schrank stehen. Dieses Mal zum Halloween Special auf unserem Kanal habe ich mitgebracht zum Auspacken. Achtung, das wird eine größere Geschichte. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Solltet ihr jetzt in dem Fall. Auf jeden Fall. Und zwar geht es um das Scooby. Oh Gott. Um das Scooby-Doo Geisterhaus. Das packen wir mal aus. Und weil das Ding ja nun so groß ist, dass ich das überhaupt noch nicht mal alleine ansatzweise auch nur auspacken könnte, habe ich euch wieder jemanden mitgebracht. Und zwar ist wieder dabei die liebe Katja von Teddy liebt Essen. Kommen Sie rein, junge Dame! So. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Die Katja ist wieder dabei. So, wir packen das Ganze jetzt für euch aus. Was wir schon mal, wir schauen uns erstmal wieder diese wunderschöne, Katja, ich muss dich nochmal ausblenden, das tut mir leid. Diese wunderschöne Verpackung, also es ist ja schon echt monströs groß, das Ding. Deswegen ja auch Monster, DVD Monster. Sehr groß, der ganze Kasten. Einmal die Seite. Mit dabei ist diesmal Dracula, Scooby, Fred. Und Daphne ist schon wieder dabei. Die hatten wir doch letzten Mal schon dabei. Wenn man sich das Ganze von hinten mal anguckt, dann ist das eine riesengroße... Ich muss ja noch ein bisschen Platz räumen. Das wird hier anders nichts, Leute. So. Ist das echt eine riesengroße Geschichte. Man braucht dazu auf jeden Fall Batterien. Diesmal hundertprozentig Batterien. Und man braucht ein Handy, weil man laut dieser wunderschönen Bild hier auf jeden Fall irgendwelche Geister da noch mit einspiegeln kann. Dann sollen da versteckte Falltüren drin sein und so weiter und so weiter. Und wenn man sich das jetzt... Boah Gott, ist das Ding schwer, ey. Wenn man sich das Ganze noch einmal von unten anschaut. Ich komm mal ein bisschen näher zu euch, ne? So, dann haben wir hier auf jeden Fall dieses riesengroße, coole Haus. Da bin ich echt schon gespannt, welche Größe das hat. Dann haben wir hier dabei einen Sessel, eine Zeitung, Totenköpfe, Ketten kann man immer gebrauchen, Spinnennetze, Dracula, der Sarg, eine Pizza, wo keine Pizza mehr drin ist, Geld. Und Geld, wofür brauchen wir denn Geld? Ja, ich hatte Hunger. Da habe ich dann mal die alte Pizza von gestern gegessen. Ja, Karton würde ich sagen, wunderschön gelungen. Der darf auch dann gerne so in der UVP-Sammlung im Schrank stehen. Aber dieses wunderschöne Stück ist ja jetzt endlich mal zum Auspacken. So. Dann schauen wir mal. Dass sie überhaupt erstmal rauskriegen. Die ganze Geschichte. Da ist ein Pizzakarton. Das ist ein einzelner Pizzakarton. Guck mal her. Pizza! Sehr schön. So sieht das Ganze halt von innen aus. So. Wir wuseln uns da jetzt einmal durch. Hoffentlich sind sie doch groß genug. Hätte ich doch den größeren Tisch nehmen sollen. Hab ich dir gesagt. Sie hat's gesagt. Aber. Muss ja nicht hören, ist ja so immer. Ne? Hier, meins. Ah ja, das ist wieder meins, genau. Fertig. Ich bin fertig mit meinem Teil. Was ist denn das? Sag mal. War das bei dem Ghostbusters Haus auch so viel? Nee. Definitiv. Wir haben auch das Ghostbusters Haus. Haben wir hier übrigens. Habe ich auch doppelt stehen. Ja. Da brauchst du Batterie. Ah, das ist der Satz. Hier ist mein Teil. Oh Leute, was ist das denn hier alles? Ja. Das sieht nach Haus aus. Könnte ein Hausrest sein. Man weiß es nicht so genau. Das war einsturzgefährdet. Ja. Ja. Könnte das Geisterhaus am Dietzig sein. Man weiß es nicht so genau. Ich habe den Bausatz mitgebracht. Das sollte eh abgerissen werden. Ja, genau. Das haben sie abgerissen und mir eingepackt. Oh, wir haben den Boden gefunden. Fertig. Ich glaube noch nicht ganz. Ich glaube, wir müssen es noch zusammenbauen. Okay. So. Ja, gut. Wir schieben euch das mal alles ein bisschen zu. Wenn ihr was braucht, nehmt euch was. Bitteschön. Du willst als erstes die Anlage.
Das ist keine Anleitung, das ist ein Katalog. 174 für Seiten Farbe. Ja, ich lese, du, viel Spaß, ne? Ja, danke. Kommen Sie bitte morgen wieder. Habt ihr echt Zeit mitgebracht? Ich guck mal auf die Uhr. Also laut meiner Uhr haben es jetzt 20.10 Uhr. 21 Uhr sind wir fertig. 21 Uhr, sagt die Chefin. Vielleicht auch früher. Wenn sie das sagt. Der ganze Kleinkram. Guck mal, Fred habe ich auch schon zusammengebaut. Ich will mal alles zusammenbauen. Ich brauche von dir mal so einen Kerzenhalter hier, siehst du? Ja, einen Kerzenhalter. Na klar, einen Kerzenhalter. Habe ich immer so in der Tasche. Ich glaube, das hier meinst du. Bitte. Und dann Aufkleber noch gut. Also das könnte ihr gewünschter Kerzenhalter sein. Richtig? Oh, das sieht gut aus. Richtig. Und dann wolltest du was für einen Aufkleber? Den schwarzen Nipsi und die 31, bitte. Nipsi und die 31, ja. Guck mal, Fledermäuse sind wieder dabei. So ein Nipsis möchtest du, Katze? Das ist dies, das ist dies. Nupsi. Nupsi! Ich hab Nupsi gefunden. Ja, sehr schön. Aber Nupsi will nicht raus. Negativ. Nupsi, negativ. Da. Hab ich. Nupsi. Nupsi. Aufkleber 31 hätte ich gerne. 31a, bitte. Nein. Passierschein 31A. Haben Sie denn auch Passierschein 1634 gelb? Aufkleber 31, ja? Immer noch, ja? Das war doch eben schon so. Ach Mann. Hier ist einer. Mann. Mann. Ist nur nervig. Ich organisiere mal einen Schraubenzieher kurz. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis dahin bin ich auch fertig, bis du wieder da bist. Mit dem ganzen Haus. Sehr schön. 3 Wochen später. Bis der andere gehen einfach nur Zigaretten oder Kaffee oder so holen. Der geht Schraubenzieher holen. Schraubenzieher holen. Ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Ich finde den Weg nicht mehr zurück. Jetzt haben wir was Neues bei dir. So groß ist doch unser Keller gar nicht. Das ist ein Keller. Das sagst du mir jetzt. Oh, guck mal, er ist schon was abgehauen. Schon eine suizidgefährdete Tüte haben wir hier. Mist, Alter. Aber guck mal, ich kann die schon bezahlen, das Geld ist schon da. Ah, ja. So, wir sind vorbereitet. So, wir haben den Sarg mal vorbereitet. So, machen wir noch, ach, der kann leuchten. Guck, der kann leuchten. Leucht, leucht. Ah, und Geräusche kann er auch machen. Das ist ja cool. Hier, ich will das mal. Oh, gruselig. Oder hier. Oh. Leider verloren. Sehr cool. Hier Pizza, 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 Pizza.
auf jeden Fall ein paar lustige Geschichten dabei. Geräusche, meine ich. Aber wofür das Licht ist? Wir werden es alles noch rausfinden. Ihr werdet es noch rausfinden, wir werden es noch rausfinden. Na, was sagt denn 32.746 Seiten Anleitung? Ich bin schon bei Nummer 6. Ich weiß gar nicht, was du machst. Fast fertig. Guck mal, jetzt noch ein Aufkleber und wir sind durch. Nicht ganz. Okay. Ist da noch irgendwas mit Glas? Ja, das ist für die Holo-Produktion. Ah, für den. Ach, das ist für den. Für das Handy. Für die Handy-Geschichte. Handy habe ich gerade nicht. Das filmt gerade alles. Hallo Handy. Ich hab's gleich. Alles gut. Und 3 Stunden später? So, also man soll da rein. Da rein und da rein. Gruselig. Ach, ich hab ihn. Den hatte ich schon gesehen. Aber ich weiß nicht, wo ich da. Ach, Nüpsi. Ein Drehnüpsi. Hast du gesehen? Merkst du dir, ne? Hab ich gesehen. Ich hab da mal was hingeschlägt. Hingeschlägt? Hingeschlägt. So, schlägst du da was hin? Haus. Haus. Irgendwo. Ja, das ist. Aber ich. Was hab ich? Fenster gefunden, aber Fenster nicht gefunden. Hab ich schon gefunden. Guck mal, ich hätte schon mal einen Stuhl für dich. Ja, da setze ich mich mal. Ja, irgendwie ist das nicht so. Da fehlt das gemütliche Polster drauf. Das will ich nicht. Ach, jetzt rollt der schon wieder rum. Dann nimm den. Das gehört auch schon. Ah, so komplett drauf, oder nicht? Vielleicht schon mal. Ich weiß auch nicht, ob da noch was zwischen muss. Wir lassen das mal wieder. Aber es sieht fast genau aus. Hier, dein Koffer kannst du schon mal packen. Ja, es ist soweit. Ich muss heute in der Abstellkammer schlafen. Schon wieder? Auch noch das kleine Teil. Kleines Fenster. Oder? Ich hätte die Küche noch vorher datieren sollen. Das, das wäre langweilig. Hier sind noch Fensterteile. Ist gut. So. Cube out. Cube out. Ganz wichtig, das Bratwürstchen am Stiel. Für die schönen Campingabende. Ich hatte nur eine Tür irgendwo. Irgendwo hatte ich eine Tür. Fenster. Noch ein Fenster. Die Tür hat doch kein Fenster. Finden wir noch irgendwann zwischendurch. Das ist nur nicht schlecht. Was war das jetzt? Ein Fenster. Nee, ein Fenster. Das ist ein blaues Teil. Da ist sogar 3 blaue Teile davon. Ich sag's ja. Such mal den Typen selber durch. Dann finde ich wenigstens noch was. So. Nummer 1. Fenster Nummer 2.
Nummer 3. Jetzt wird es gleich nicht mehr so kugelig hier. Nee, können wir alles wegschmeißen. Definitiv Tisch zu klein, haben wir festgestellt. Aber. Ja, aber du bist auch nicht besser. Aber guck mal, die Fenster sind kaputt. Also. Dann kommt der Wind ja doch durch. Ja. Warum ist ein Kamin dabei? So, ich hatte doch mal eine Tür hier, ne? Ja, hab ich gesehen. Guck mal, die braucht noch einen Türgriff. Ja, den hatte ich gesehen, auf jeden Fall. Türgriffe sind deine. Ja, du hast Türgriff. Sehr freundlich. Und hier ist andere Seite vom Türgriff. Sehr freundlich. Hat sogar zwei. Er hat sogar, das ist so richtig, richtig echt Türgriff. Das ist ja cool. Toll. Irgendwo hatte ich hier sowas Grünes drin. Türgriff. Nein, ich habe es nur mal angedeutet. So könnte ihr Türgriff zusammengebaut aussehen. Hier könnte ihre Werbung stehen. Hier könnte ihre Werbung stehen. Ach ja. Guck mal, Tür. Kann man sogar aufmachen. Oh mein Gott, man kann die Tür sogar öffnen. Brauchst du bei dem Tor, glaube ich. Noch kommst du so rein. Oh, noch so ein Bundesfenster. Ich schon. Lundesfenster. Jetzt hat's knackt. Hier ist ein Lundesfenster. Wie sagt man immer, wenn es knackt, noch einen Meter, ne? Wenn es knackt, ist es kaputt ab und zu. Das ist eine andere Geschichte. Siehst du? Auch knackt. Assembly Construction. Ach, hier mal nehmen. So, jetzt willst du auf jeden Fall hier das Schild haben. Du willst das Schild haben, das Grün haben. Und? So eine Arme? Ja, habe ich schon gesehen. Das gibt es auf jeden Fall. Ohne die Zeit. Die Arme habe ich auf jeden Fall. Davon brauchst du 4 Stück, ja? Ja, ich bin 2. Erstmal 2 und 2. 2 und 2. Also 2. Hier sind 2 Arme. Ja. Achso, und von der anderen Seite kommt. Das ist auch nicht. Was hast du jetzt noch? Fensterläden. Die haben sie doch schon gesehen. Hier. Genau, jetzt noch das andere, das Keep-Out. Das geht auch noch damit zu. Und hier sind die Fensterläden für die. Bis gleich. 3 Nein. Stunden später. Weil der Keller so groß ist. Wie war das mit den IKEA-Anlagen? Stopp. Das soll nur nicht passieren. Liebes Playmobil-Team. Wenn ihr einfach in Zukunft die Tüten durchnummeriert, ja, wo ihr dann darauf schreibt, von wegen Tütchen A, Seite 1, 2, 3, Tütchen B, Seite 4, 5, 6, das wäre doch mal cool. Obwohl, dann wäre das auch nicht so lustig wie jetzt. Also, trotzdem, ich meine, könnte man vielleicht machen.
Also noch ein Holzteil. Wo nichts draufsteht. Nicht für das kleine Würstchen. Bärenfell kann ich sagen. Das ist eine Standuhr. Ja, da steht ja nichts drauf. Was daneben? Ah, okay. Ja, da ist es. Das ist aber nicht. Anderes Grün ist es hier noch. Hier sind noch andere grüne Teile. Welche brauchst du genau das hier? Das hier. Das sieht aus. Bitte. So, dann steht da. Drehen Sie jetzt bitte. Tja, jetzt kommt mein tolles Bild. Ich muss das Foto von mir nochmal zeigen. Ich habe da ein Foto von mir reingeklebt. Ja, passt. Das ist hundertprozentig. Ja, passt. Also, 99, also, naja, egal. Dann brauchst du noch irgendwo. Die 36, ne? Ja, das ist die 36. Ich bin auch ganz nett, ich hänge ihn häng nur nicht auf dem Klingel. Hängst du dich falsch rum? Das ist voll lieb von dir, danke. Nee, wahrscheinlich hast du es verkehrt einfach nur eingeklebt. Jetzt, warum sagst du denn sowas? Ja. Ich tippe mal, du hast es einfach nur verkehrt eingeklebt. Wenn man zu voreilig ist. Ja, das muss auf dem Kopf da rumstehen. So, 34 hätte ich hier noch, bitte. Aufkleber 34. Das ist 34. Ungefähr. Achso, hier. Ja. Aber siehst du, du hast dich verkehrt angeklebt. Ja, ich hab's ja verstanden. Korrigieren wir nachher noch. Ja, das kommt ohne Rahmen. Bisschen, ne? Da gibt's keinen Rahmen für. Brauchen wir keinen Rahmen. So. Ich seh so gut genug aus. Ich brauche keinen Rahmen. Fensterläden hätte ich gern von dir. Ja, die da. Wieder? Nee? Ja, das sind doch meine Leben, das sind Vorhänge. Mein Gott. Fenstervorläden, hier hängen die ganze Zeit. Sind die alle gleich? Sieht aus. Leuchten aber auch bestimmt im Dunkeln. Zählen zumindest so ab. So einen brauche ich und so einen brauche ich. Wo sind die jetzt hin? Einmal da. Ich glaube, ich habe schon alles im Dunkeln. Hm. Schade, dass es dunkel ist, aber da sucht man es nicht mehr. Falle. Du hast alle du? Ich habe alle. Alle, alle. So, wo ist meine Zwischenwand hier? Hm. Da kommen wir später noch zu. Die mit den roten und den gelben Nipsis. Wo du es reingesteckt hast dann. Genau. So, ich hätte also, dann gern... Stabiler, ne? Ja. Ich hätte gern von dir nochmal so eine Hand. Hi. Was für eine Hand brauchst du? Ach, so ein Dings da. Hier, komm, gönn dir mal einen. Ich hab dir schon mal einen Lütten eingeschränkt. Ja. Der ist geizig zu mir, ne? War nicht mehr drin in der Flasche, was soll ich tun? Ach, du. Nix gönnst du mir. So, und dann hätten wir gern noch ein Stück Holz. Ein Stück Holz, da habe ich auch ganz viele.
glaube, das sieht aus. Das sieht dem sehr ähnlich. Das kann nicht gut sein. Da. Oh, ich brauche das für wieder auseinander. Und dann? Ja, ja, da. Aber wieder. So. Tut. Da so. Da so? Das passt ja gar nicht so dahin. Oh Gott. Das ist wieder. Ah, Falltür. Falltür! Ah, die Tür fällt. Machen wir auch. Und auch. Oha. Anü? Befestigen Sie das Haus auf dem Boden. Danke, sehr freundlich. Dann. Ups. So. Sehen Sie, so soll das aussehen. Also die Falltür, kann ich sagen, funktioniert. Das ist gut. Und so. Ah, okay. Am Bild drehen. Am falsch rum, aufgehängten Bild drehen. Dann geht auch die Falltür auf. So, hat geknackt. Gut. Hammer. Das ist ja der Hammer. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da geht's weiter. Hier wieder weg, hier wieder da, das hätte ich hier. So, dann brauchen wir nochmal ein Fenster. Vorhänge. Vorhänge habe ich schon mal vorbereitet. Tada! Ganze drei Fenster raus. Und ach so, und noch am Holz, das kleine Holz hast du. Ja, das andere, was wir da irgendwo schon mal liegen hatten. Ja. Irgendwo, hier. Das da unten jetzt. Und jetzt ist auch noch ein Schrank, ne? Ah, jetzt wird's richtig gemein. Komm morgen wieder. Meinst du? Nee. So. Sehr freundlich. Ich verbaue das mal, bevor du es wieder runterschmeißt. Ja, danke. So, Vorhänge? Habe ich ja. Sieht schon mal ganz nett aus von vorne. Also, sehr einladend, würde ich mal behaupten. ja. Wo ist jetzt die dritte Etage? Da. Bitte? Etage 3. Oh, wir kriegen mal mehr Platz, Gott sei Dank. Da kommen wir nochmal rein, oder nicht? Wer weiß, wer weiß? So weit sind wir noch nicht. Oh, verdammt. So. Jetzt. Ach, fangen wir mit dem Kleingedruckten an. So, ich hätte gern von Ihnen Aufkleber Nummer 18, 17, 20 und 19. Wäre diese Reihe. Ja. Welchen möchten Sie zuerst? Fangen wir mit 17 an. Das lasst Sie mich jetzt nur nicht mehr machen, weil ich das sonst falsch rum mache. Das lässt. Lassen tut es. Das ist? 18. 19.
20. 20 Chicken McNuggets, jetzt für 4,99 €. Schon wieder? Ich dachte, die Werbung ist vorbei. Achso. Nee, gibt nicht. Gibt nur 19. Oder 21. Oder 21. Ja. So. Jetzt ist ja die 21 drin. Haben sich verzählt. Echt? Oh mein Gott, hast gleich angerufen und dich beschwert. Nein. Warum nicht? Hallo, du musst lernen. Man beschwert sich nur, wenn zu wenig ist oder wenn was vergessen ist. Und wenn zu viel ist, dann sagt man lieber mal gar nichts. Richtig. Pauschal. Weil, ne? Ist also. Ja, so. So soll das Ganze. Und dann kommt das Ganze da vor. So. Dann hätte ich gerne noch meinen Arm, bitte. Jetzt holt sie die Hand, jetzt ist gleich den ganzen Arm. Ah ja. Gibst du ihr den kleinen Finger? Und dann wäre ich noch mit der 35 und der 32 sehr zufrieden. Mhm. Wichtiger ist, wo ist die Pizza? Die kommt später. Na toll. Was wolltest du, 35 und 32? Ja, sehr gern. Irgendwas drunter und eine Mauer. Ja, genau. Das ist hier die 35. Ne, die 32 ist das. 32. Genau. Und die 35 ist der Ritter. Ritter Kunibert. Klaus Dieter. Ritter, ne, wie hieß der immer noch? Von Sam? Kunden. Auf jeden Fall hat er nie sein Zimmer aufgeräumt. Kunibert? Hab ich. Edelbert. Wie Edelbert? Bitte. Ich kann mir das nicht merken. So, jetzt muss es ein paar Mal knacken. Zu oft knackt es kaputt. Ja, Gott sei Dank, das ist deins, nicht meins. Oh, jetzt kommt das Dach. Das Dach. Für diesen komischen Ziegel. Die Dinger da. Wie heißen die? Zinnen. Zwirbeln. Die nennen sich Zinnen. Ja. Einen brauchst du davon? Zwei. Ein großer, ein kleiner. Ein großer, ein kleiner. Tada. Großer? Nein, klein. Mhm. Muss ja nicht immer sich mit großen Sachen mitbügen, ne? Okay. So. Dann hätte ich gern... eine Hand. Eine Hände. Kriegst da Hände. Hast du noch ein Hände? Klar. Wo so lange gehen mir die Händchen aus? Eiskaltes Händchen brauchen, ne? Noch eins? Noch eins? Ja. Ja, noch eins. Ich weiß noch nicht, wo die hin sollen. Der eine da. Und der andere da. Was ist hier noch? Wetterfahne oder so? Was ist das denn? Gabel? Ja, wir sind. Die Wetterfahne habe ich vorhin schon mal gesehen. Hier ein Teil von der Wetterfahne. Hier ist ein Gargoyle auf jeden Fall. Ja, der ist schon gut. Hier ist die Wetterfahne Teil 1 und da soll drauf dieses. Was soll da drauf? Hatte ich irgendwann schon mal gesehen hier. Ja, hab ich. Ich dachte, das ist ein Anker oder so. Das ist eine Wetterfahne. Ich dachte, das gehört irgendwie so und das ist ein Anker, das kommt man immer nicht so ganz sehen. Gut, es ist ein Wetterfahnenanker.
So, und dann hätte ich gerne noch eine Lampe. Hast du die schon gesehen, zufällig? Guck mal da. Davon eine? Davon eine. Lampe. Hammer. Nächste Seite. Oh, jetzt kommt der Kamin. Nee, erstmal kommt jetzt hier. Das Dichle. So groß ist das gar nicht. Nee, stimmt, ist voll winzig. Der Karton war einfach nur zu groß. So. Das soll da oben ran. Ditte mal, ditte. Ja, das ist genau. Das ist das. Ich hab das schon mal vorbereitet. Habe ich. Das soll hier irgendwie dran. Irgendwie. Das ist aber eine Sache für sich. Da fehlt aber noch was. Der Kippschalter fehlt auch noch. Da ist der Kippschalter. Ich habe einen Kippschalter gefunden. Das ist bestimmt für den Kronleuchter hier. Tut zumindest irgendwas. Kippschalter tut irgendwas. Das heißt, so falsch habe ich es gerade nicht zusammengebaut. Das Treppengeländer hast du noch gar nicht, ne? Das fehlt ja irgendwie. Ja, bin ich ja noch gar nicht. Doch, das haben wir da schon lange. Das war irgendwie zwischendurch schon einmal hier. Aber das kriegen wir gerade noch so mit rein. Oh. Meine Treppe ist weg. Ups! Wo ist sie denn hin? Da ist sie wieder. Ich hab es einfach abgehauen. Habt ihr das gesehen? Die konnte ich gar nicht sehen. Da lang gelaufen. Da läuft sie. Tippschalter haben wir. Jetzt kommt's. Jetzt kommt dein Paradestück. Genau. Der Kerzenleuchter, den ich hatte, habe ich bei Ikea gekauft. Hast du die Kerzen zum Beispiel schon gefunden? Nee. Aber die Leuchter hier sind bei deinen Spinnen mit drin. Und dann war noch so eine komische Kette. Die hätte ich aber schon gesehen. Kette. Komm, da ist Kette. Ja, feines Kette. Ja, fein, so fein ist es. Guck mal raus, die Spinnchen. Guck mal, Fisch kriegen und Skelette. Ich weiß schon, wo die hinkommen. Spinnchen. Oh, guck mal, noch ein Ärmchen. Und auch so ein Haarkern dazu. Ja. Wir kennen aber nicht, was das war. Ach so. Den habe ich hier. Oh, so. Haken. Haken. Kette. Kette. Das ist groß und so. Hm? Ja. Das ist zu. Ich wollte nur gucken, ob das richtig ist, was ich da vorhabe. So, und jetzt kommen noch Kerzen dran. Achtung, Kinder, bitte nicht zu Hause anzünden. Das kann sehr gefährlich sein. Sicherheitshalber, muss man ja auch mal erwähnen. Und dann so soll das wieder setzen. Oh, guck mal, ihr müsst ja nicht aufhören. Das erste Mal. Ja, danke. Mir geht's auch schon viel besser, sagt mein Therapeut. Ich weiß nur nicht, was das bewirkt. Ja, der wackelt jetzt. Der wackeln tut er auch, wenn er so. Ja, aber so wackelt er noch mehr. So wackelt er dann doppelt doll.
zeigen wir euch nachher nochmal alles ein bisschen genauer. Wenn wir dann soweit sind. Nach. Also, Viertel vor haben wir es jetzt schon. Wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde dabei. So, grün. Grün? Hier ist ganz viel grün. Ja, hast du ein grünes Ärmchen für mich? Einen grünen Daumen habe ich. Eher nicht. Guck mal, hier ist noch ein Köfferchen. Ja, Wäsche. Hier ist ein grünes Ärmchen. Muss ich mal gucken, wo ich da hin muss? Da muss ich hin. Da hinten muss ich hin. Mhm. Klar, falls ihr mal von innen sehen wollt. Liegt ein ganzes Klon da hinten. Was brauche ich denn dafür? Den? Nee. Den? Dann könnte der sein. Fleischt. Eventuell. Wir werden es rausfinden, ob der das war. Da fehlt noch grün. Hast du noch irgendwo grün? Ja, hier sind noch ein paar kleine grüne. Kleine grüne habe ich noch nicht. Und eine leere Tüte. Ja, die nächste leere. Wir haben es mal wieder geschafft. So. Hab ich. Ach, hier mit ihm. Dann ist irgendwo den Kaminrost gesehen. Gerade nicht so. Aber ich könnte mal auf die Suche gehen. Wie sieht denn der ungefähr aus? Ja, den habe ich gesehen. Moment. Warten Sie kurz. Ich warte. Ich mache die Zeit. Kaminrost. Ich klau mal wieder. Der kommt da oben rein. So, habe ich. Dann hätte ich gern einen Kopf und ein paar Gebeine. Noch ein Gebein. Hast du noch ein Gebein? Noch was? Noch ein Kopf? Nee, so ein paar Beine hier. So Knochen. Hier sind noch welche drin. Da ist auch noch ein Kopf drin. Einen Kopf habe ich ja schon. Ah, da können mehrere Köpfe rein. Zack. Und wo sind die Fischgräten da? Weißt du, was man damit jetzt macht? Na, einfach irgendwo reinschmeißen. Was stinkt doch noch Fisch da aus dem Kamin? Der muss ja gegrillt werden. Spinnnetz, das hatte ich auch schon gesehen. So, die Spinne ist schon mal eingezogen. Das ist schön. Fühlt sich ja wohl. Wir sind auch schon in Spinnen. Die kommen gleich. Da steht noch nichts von Spinnen. Oder? Ich glaube, ich spinne. Mehrere. Oh, da kann drei Stück kannst du halt draufsetzen. Oder mehrere. Von der anderen Seite kann ich auch noch welche draufsetzen. Hab ich. So. Guck mal, wenn du jetzt hier oben ziehst, immer für dich erstmal. Ich will das also alles theoretisch runter. Theorie und Praxis. Und dann ganz auf dem Boden. Ja, da wo es hingehört. Vielleicht sollte man nicht zu hier reinwerfen.
deswegen schmeißen wir es beiseite. Nicht nur unten. Ein Knöchlein. Nicht, dass der Hund nachher wieder Hunger hat. So. Was soll ich denn? Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Grün. Und, war zu schön, weil ich jetzt. Ich glaube, das ist ein Flederbolz. Das wird man doch. Tschüss, Tüte. Ja, das kommt gleich. Das kommt erstmal. Ich muss mal wieder drehen. Ich bin wieder vorne bei. Oh. Haben wir noch andere Fledermäuse? Inwiefern? Die so die Flügel aus da ist einfach. Sowas hier, sowas. Da brauche ich noch eine zweite. Achso, also die richtigen Batmaner haben wir jetzt. Batmaner, genau. Ich habe hier was für eine? Ja, die habe ich hier. Die habe ich da. Was da? Guck mal, mit Balkon. Mit Balkon und Terrasse. Was kosten das die Nacht da? Oh, das kann sie nicht leisten. Da geht nicht was. Ich habe schon wieder die Falltür ausgelöst. So, dann muss das da noch rein. Wenn es dann geht. Was ist das? Ah, jetzt hat's. Jetzt hat's da. Jetzt hört's auf der anderen Seite nicht, wie sich das gehört. Ich halte mich hiermit fest. Gut. Da fehlt er. Rechter. Da fehlt er noch. So. Nur Trechter. Nehmen wir das. Sind wir kleiner, das Haus, habe ich das Gefühl. Das sah am Anfang so groß aus, ich wollte einziehen. Du wolltest doch nur aus deiner Kammer da raus. Was? Psst, nicht verraten. Nicht, dass meine Frau das hört. Ich glaube, ich muss mal mit ihr reden. Ein Auge-Auge-Gespräch, meinst du? Hm. So. Eine Lampe. Und jetzt? Ja. Laufen wir schräg weg. Kommt der zeitaufwendigste Plan. Was ist das denn jetzt alles? Alles Aufkleber. Ach, diese ganzen komischen Aufkleber hier, wo ich mich schon gefragt habe, was der Quatsch sein soll. Richtig. Das ist hier so eine. Ich weiß nicht, was es sein soll. Was soll denn das sein eigentlich? Schatten? Ja, keine Ahnung, Schatten, abgeblätterte, verrottete Holzstücke, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich baue hier in der Zeit noch weiter. Ich habe hier noch Grün. Das Grün, das Grün, das Grün. Ja, am besten ist das Mäuseloch hier. Ich habe immer noch Grün, wo geht das noch hin? Das machen wir ein anderes Mal. Das ist nein. Nein. Ja, ich brauche noch eine Leiter. Hast du nur eine Leiter? Ja. Ja. Ist ja gut, da drüber. Ich weiß noch nicht, wo. Das war eigentlich völlig wurscht, was man wohin klebt, ne? Was mit dem mal wurscht ist? Nein. Nein, das muss originalgetreu sein. Das macht das alles individueller dann. So, fangen wir mal
4 an. Ich habe eine 9. Ich muss jetzt erstmal meine 9 loswerden. Die 9 gehört natürlich nach vorne. Nee, die 9 gehört nach vorne. Ich habe auch eine 9. Da. Ah, hier so hin. Könnten Sie das bitte ein bisschen genauer definieren? In der dritten von unten. Ja, das soll echt so ein abgeplatztes Holz irgendwas darstellen. So, was machen wir denn hier? Die 10. Und da. Soda. Mhm. Der Soda-Stream. Dann nehmen wir nochmal die 9. Mhm. Die 9, die kommt dann da so hin. Also, da. Und danach hätte ich gerne die 12. Ja. Kommt da so. Drehen wir mal ein bisschen. Was ist das? 13? Ja. Die hätte ich gerne dahin. Und danach die 8. Die kommt. Hier so. Guck mal, das war schon die eine Seite. Das ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Gut. Vorne. Seht ihr? Das sind jetzt hier die. Die haben wir jetzt geklebt. Diese kleinen. Okay. 11. 11 davon? Nee, 11 haben wir noch nicht. Kommt da in die 11. Ja. Und weißt du schon, wir noch eine 11? Ja. Kommt da hin. So, eine 12 hätten wir gerne. Mhm. Da, warte mal, hier so, da. Mhm. Die 12 von der 13 gefolgt. Von was, 13? Mhm. Ja. Hier so. Und dann haben wir nochmal eine 9. Auch die Zusatzzahl. Lottozahlen, wisst ihr? Achso, das ist eine Bestellung beim Chinesen. Zweimal die 12, einmal die 17, einmal die 36. Liefern sie auch. Da oben hin. Das waren alles nur Suppen und Vorspeisen da. Ne? Oh, die 8 nochmal, falls es schön war. Ach, das sind hier diese Krabbenchips, die kenne ich auch. Nee, das ist jetzt. Und eine 10? Jo. Die 10, die muss man hier ein bisschen hochklappen. Kommt dahin die 10. So da. So wieder. Da brauchen wir noch eine 11. So wieder runterklappen. Die 11 kommt nämlich da oben hin. So knapp unter das Dach. Wohin? Hm? Da so unter das Dach. Jo. So, und wir haben noch eine Seite. Das ist ja so, dass wir hier keine Seiten haben, ne? Wir haben nur noch 4 theoretisch. 8, 10, 12 und 13. 8. Und da so hin. 10. 10. Hier so hin. War nicht so lieblos hier, ne? 12 kommt dahin. Da. Genau da. Hey, 1 Millimeter. Und die 13. Das ja. Ist ein höher müssen, aber egal. Die kommt hier hin. Wohin? Da. Gut. Aufklebermarathon beendet. Geht doch. Wo bin ich gleich? Echt? Hast du nur eine 5?
Ja, das ist Mäuseloch. Ja, das Mäuseloch soll ich auch wiederbringen. Das Mäuseloch kommt unter Dracula. Unter Dracula. Oh, guck mal, die Klappe ist schon wieder runter, deswegen. Kein Wunder, dass die Maus nicht zu Hause ist. So. Haben wir. Oh, guck mal, jetzt kommt der Sarg. Guck mal, das ist cool. Ah, deswegen, alles klar. Das kommen noch mehr aufklären. Ah, das ist ja cool. Jetzt verstehe ich das, okay. Also, wir nehmen mal an, wir haben hier diese komischen Karten. Komische Karten, wo seid ihr? Diese komischen Karten. Die sind durchsichtig, deswegen sieht man sie nicht. So, wo waren wir? Diese komischen Karten. Diese komischen Karten könnt ihr auch, oder wer es kennt, die sind auch im Scooby-Doo-Mobil. Beziehungsweise bei jeder Geisterfigur sind die einzeln dabei. Da kommen dann diese komischen Aufkleber drauf. Die Karteikarten. Und diese Karteikarten, so, jetzt wird es richtig cool. Die kann man nämlich, wo konnte man denn jetzt auseinanderbauen? Ja, und dann kannst du da rein tun. Ja, so leuchten die. Da gibt es noch einen anderen, genau, da an der Seite. Hier kann man an der Seite jetzt dieses Ding rausziehen. Dann kann man die Karteikarte da reinstecken. So. Irgendwie, Moment. Nicht jetzt schon alles andersrum kaputt machen. Ja. Genau, der muss andersrum. So. Und dann kann man das Licht betätigen und dann, kann ich das jetzt hier mal zeigen? Sieht man das? Wahrscheinlich eher nicht, sondern... Da, ja. Nee, sieht man immer nicht, wenn ich das ins Licht halte. Moment. So, Achtung, jetzt wird's gruselig. Kommen wir mal ein bisschen näher ran mit dir heute. Mach den hier auch nochmal aus. Oh! Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Das ist jetzt ein bisschen. Das haben wir ihn doch falsch rum drin. Moment. Wir machen das doch da oben. Kleinen Augenblick. Karte so rum rein. Und dann ist es jetzt richtig falsch rum. So ist es richtig rum. Halt mal da so, so dass man das sehen kann. Ah, sieht auch wieder keiner. Das ist ja cool. Keiner sieht's, was wir zeigen wollen. Genau. So. Und dann, ne, sieht man auch nicht, ne? Jedenfalls kann man diese Karten dann anleuchten und dann sieht man, was auf diesen Karten ist. So, können wir leider gerade nicht besser zeigen. Es tut mir leid. Aber alles versucht, was in meiner Macht steht. Die komplette Studie beleuchtet. Ja, das muss ich alle noch bekleben, dann kannst du die da reintun. Ja. So, jetzt kommt der spannende Teil. Sessel. Ja, Sessel. Das zusammen. War doch so richtig, ja. Klack. Sehr schön. Oh, eine Wanduhr. Hab ich auch schon gesehen. Die Bildzeitung und die Zeitung habe ich schon fertig. Das ist jetzt der ganze Kleinkram hier nochmal. Oh, Goldbarren sind auch dabei.
Pfandlohr. Haben wir. Guck mal, da ist eine Pizzakarton. Ja, ich arbeite schon mit einer Pizzakarton. Wie ehrlich, was zu essen kriege ich hier? Meine Güte. Also da rein kommt die 15. Und da drauf kommt die. Pizza! Pizza Time! Komm, wir Pizza Woche machen. Pizza Woche! Schon wieder? Ja, wir hatten ja jetzt, ne? Burger, Pizza. Hotdog fehlen. Hotdog Wochen fehlen noch. Wir müssen nochmal Hotdog Wochen machen. Also, wenn ihr eine Hotdog Woche haben wollt. Schreit, aber nicht so laut. Dann fahren wir auch extra zu Ikea. Und dann mache ich den Hotdog Challenge. Wer macht, schafft die meisten Hotdogs? Da kann ich mir noch zwei Stück leisten. Ich esse ja eh. Falls ihr es nicht wusstet, das sind Bücher. Tomaten sehe ich ja noch für den Tomatenketchup. Warum ist Tomaten. Ach, wegen Dracula. Tomatenketchup. Ja, nee, ist klar. Hier, dein Hut. Ah, zieh Daphne mal an, die muss hier nicht nackig rumlaufen. Mich wundert, dass Velma immer so wenig dabei ist. Die sind Spielsets eigentlich nicht so vertreten. Hier in dem Geisterkessel ist sie auf jeden Fall dabei. Aber mehr habe ich hier gerade nicht unten stehen. Ja, ich hole den Kram von oben auch alles nochmal runter. Wir arbeiten dran, dass das hier runterkommt. Hat meine Frau auch wieder mehr Platz in der Stube. Oh. Für die DVD-Sammlung. Guck mal, hier ist mal dein Würstchen. Ja, danke. Ich habe was zu essen. Oh, das ist noch. Ich habe sie lange weggeschmissen. Hier sind noch Mäuse. Und, oh, ein Revolver ist. Oh mein Gott, ein Revolver. So, wir brauchen was fehlt hier noch? Ich habe hier noch einen Spiegel. Ja, der muss auch noch geklebt werden. Hier ist der Spiegel, da ist der Spiegel. Die Lupe habe ich hier noch. Weil das Spiegel ist Potte geachtet. Das bringt Unglück. So, dafür habe ich angezogen. Hier fehlt noch sein. Ja, das wird gut. So. Feuerchen haben wir auch schon gemacht. So, hier ist. Jetzt wollte ich ja schon. Hier ist der Ketchup. Ketchup. Kann ich bei Ihnen bei Ihrem Ketchup-Problem helfen? So, hier haben wir noch ein Kerrich. Mir fehlt jetzt Dracula. Ach, der wird hier so angeklickt. Klick. Dem Hara, denn? Hara hat er schon, ja. So, hier ist die Hundemarke. Hundemarke für Dracula? Nein. Für deinen komischen Hund. Wo ist er denn? Da ist gut. Du kannst auch nicht ohne Hundemarke. Nee, wenn der dann. Die sind auch irgendwie. Die sind auch für Dracula, ja, genau. Diese armen Manschetten. Fehlen als erstes immer ein Einzel. Tschüss. Ist ja auch irgendwo eine Lupe? Ja, die hatte ich schon gesehen. Mach mir rein. Also das Ding ist für die Lupe. Ja, und dann kann das Scooby, genau. Dann kann das Scooby so Scooby komisch festhalten. Komisch in die Hand. Das ist immer ein merkwürdiges System hier, aber anders funktioniert das bei Scooby natürlich auch nicht mit seinen Fötchen. So, mir fehlt aber noch für die Bücher hier der. Haben wir noch irgendwas? Was? Mir fehlt das noch für die Bücher hier. Ja, hier. Wir haben hier noch eine Spinne gefunden, eine Fledermaus, eine Taschenlampe und das für die Bücher hier.
So, dann sind wir vom Grundprinzip mit dem kompletten Aufbau jetzt in einer Stunde durch. Es ist wirklich 21:10 Uhr. 20:10 Uhr hatten wir angefangen, das heißt, wir haben für den reinen Aufbau eine Stunde gebraucht. Das ging, finde ich, relativ gut, relativ schnell, ohne große Probleme. Ja. Leicht verständlich. Leicht verständlich, wirklich. Ich habe sogar verstanden, das würde was heißen. Ja, jetzt legen wir mal den ganzen Zeitkram mal beiseite. Was wir hier noch so rumliegen. Fehlen noch ein paar Spindchen drin. Ja, hier fehlen auch noch die Aufkleber. Aber wir wollen jetzt einmal noch mal auf das Haus ein bisschen drauf eingehen. Nee, da stellen wir sie besser nicht hin. So. Ah. Was denn? Ich habe nur gerade geguckt, wie das Licht mit dem von dem Handy hinkommt. Wo das Licht hin was? Welches Licht? Der Handyhalter. Handy rein. Ah, okay. Dann muss man sich eine App runterladen und dann... Genau. Okay. Smartphone nicht in der Packung enthalten. Die Höhe ist das. Aber hier kann man auch in den Sarg kann man keinen reinlegen, oder? Kann man nicht so. Gut, ich nehme euch mal ein bisschen an die Hand. Achtung, ich kann jetzt mal einen Tick wackeln. Ganz kleinen Augenblick. Und dann gucken wir uns das mal ein bisschen näher an. Dann zeigen wir euch mal. Der Sarg ist nur für die. Zeigen euch einmal die Geheimverstecke. Beziehungsweise die Kleinigkeiten, die man damit basteln machen kann. So, Achtung. Es wackelt einmal kurz. Ich muss auch mal aus der Halterung rausnehmen. So. So sieht das Häusele dann jetzt von innen aus. Da sieht man schön, dass ich den falsch rum angebracht habe. Wunderbar. Wenn ihr an dem bewegt, oh, dann geht die Falltür schon mal auf. Kann man, das Fenster kann man auch wieder rausdrücken. Die Falltür. Fensterchen. Oh, machst du die Falltür nochmal zu? Wen lassen wir denn durch die Falltür sausen? Irgendein Opfer brauchen wir. Opfer! Ich habe ein Opfer. Da hinten gib mal den Zombie her. Aha! Wir haben hier noch einen Zombie. Ich habe hier noch einen Zombie. Zombies sind ja nette Menschen. Und die nehmen einem das auch nicht übel, wenn man das mal mit denen macht. So, tschüss Zombie. Weggelaufen. Und heute Abend frisst er mich. Na gut. So, was hatten wir hier noch? Ach ja, das ist die Treppengeschichte. Die ist auch niedlich gemacht. Normalerweise ist hier diese wunderschöne Treppe, wie ihr seht. Aber wenn man an diesem Kerzenhalter schiebt, fällt Fred einmal runter. Das sollte nicht passieren, die war auch schon ein bisschen drin. Und weg ist die Treppe. Zack, sind sie runtergefallen. So, was hatten wir noch? Dann hast du den Kamin da oben noch, ne? In den Kamin, da legt man hier oben ein paar Gebeine rein. Gebeine. Und dann sollen sie theoretisch immer da mit einem kleinen Schwung auf einmal alle rauskommen. So, dann haben wir noch den Kerzenleuchter. Da fragen wir uns so, okay, man kann hier oben dran wackeln. Man kann auch nicht so dran wackeln, das geht nicht. Also es geht nur, wenn man da oben dran wackelt. Also, warum, wieso, weshalb, okay. Ist niedlich gemacht, auf jeden Fall. Das, hier ist noch irgendwas mit so einer komischen Klappe. Das habe ich noch nicht ganz. Das nimmt man einfach nur raus, ne? Das ist Gold, oder? Ach so, das Gold. Galraco, das Gold. So, das können wir hier mal reinlegen. Genau. Ja, wir nehmen alles rein. Alles. Wenn dann noch keine halben Sachen hier. Alles, alles. Nee, das war was anderes. So, und dann gibt das noch das, was wir ganz am Anfang hatten. Also eigentlich soll der Kerzenleuchter runterfallen, wenn du daran ziehst.
dann gibt das noch die, der soll runterfallen. Ja. Oh, guck mal, wer da ist. Da ist ja der Dracula wieder. Hallo. Da ist er wieder. Der soll runterfallen. Können wir so einen Dollar dran ziehen? Oder haben wir es vielleicht doch falsch zusammengebaut? Na gut, also der Kerzenhalter soll irgendwie runterfallen. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Das Ganze von vorne. Oh, ganz abgebaut. Es ist auf jeden Fall runtergefallen. So, von vorne ist es auch echt cool gemacht. Ich bin mir auch ganz sicher, dass die Vorhänge im Dunkeln leuchten. Das werden wir jetzt nicht ausprobieren. Das seht ihr bestimmt demnächst auf unserer Instagram-Story nochmal. Das eine oder andere, da sind diese komischen Aufkleber, die wir da alle nochmal rangebapselt haben. Gut, ein schönes Häuschen. Preis-Leistung auf jeden Fall okay. Würde ich persönlich jetzt mal behaupten. Wenn man nicht dringend zwei davon kauft oder wenn man eins davon OVP im Schrank stehen haben will, ist das auf jeden Fall los. Ah. Tada! Wo ist er runtergefoltert? Jetzt habe ich den Dreh raus. Okay. Guckst du? Drückend? Oh. Achso, du musstest ihn weiter hinten, damit sich da so eine Öse öffnet sozusagen. Genau. Alles klar. Gut, dann haben wir das geklärt. So, meine Freunde. Ich denke, das Video war jetzt lang genug. Wir haben euch lange genug gequält. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, euch das Video interessiert hat und das Unpackaging euch Spaß gemacht hat, lasst bitte ein Like da. Folgt uns in Zukunft. Es wird auch in Zukunft noch Unpackaging-Videos geben. Wahrscheinlich nicht dringend in den Größen. Aber das eine oder andere wird kommen. Demnächst auf jeden Fall. Ich freue mich da schon auf nächste. Ja, ich wünsche euch wie immer einen schönen, entspannten Nachmittag, Abend, Tag, Wochenende, was auch immer ihr gerade macht. Folgt uns auch auf Instagram, DVD-Monster. Da ist ja unser Hauptkanal. Jede Woche neues T-Shirt zum Thema DVD-Monster, was unser DVD-Monster macht, was es nicht so macht. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Euer Dirk. Tschüss. Und Katja auch. So, ich will so spielen. Spielen. Aber nicht so laut. Nicht, dass die Kinder wach werden. Dracula beißt. Der ist du musst den Zombie noch wegräumen, der kommt gleich durch die Tür. Wo ist er denn? Der klopft schon, der klingelt schon. Ach so. Moment. Ding dong! Hallo, Dracula! Du hast mich schon zur Pizza eingeladen. Oh, die habe ich schon gegessen.